Hallo, grüßt euch. Die Kanal-News heute am Sonntag, den 20. März 2022. News-Ausgabe Nummer 12 in diesem Jahr und auf diesem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Die News hier auf dem Kanal in Format sonntäglich hat sich eingebürgert, so als kleiner Ausblick, als kleiner Rückblick oder auch als kleiner technischer Ausschau, was aktuell so ein bisschen in der Bike-Welt passiert. Heute ein bisschen Schwerpunktthema Bosch Flow App als aktuellste Kind zum Bosch smarten System. Und wo stehen wir da jetzt im März 2022? Naja, das System ist schon eine Weile auf dem Markt, wurde auf der Eurobike in Friedrichshafen vorgestellt vor jetzt bald einem Dreivierteljahr. Und für diesen Geschmack hat sich dann ein bisschen wenig für mich getan. Für mich auch wieder mal ein bisschen ein Grund, mal reinzuschauen in die App, was aktuell Neues rauskam. Die Idee zum Video kam mir da, weil ich letzte Woche mal reinschaute, aktuell kam ein neues Update für die Bosch Flow App raus, wo ein bisschen an den individuellen Fahrmodi geschraubt wurde. Okay, ja, sei es drum, dachte ich, aber schauen wir uns einfach mal an, was die App im März 2022 kann. Für meinen Geschmack noch ein klein bisschen zu wenig. Und alle die, die Videos schauen vielleicht in einem Monat, in zwei Monaten oder in ein, zwei Jahren, schaut mal nach, weil hoffentlich hat sich bis dahin schon eins getan und die App kann hoffentlich dann auch schon deutlich mehr. Schauen wir doch einfach aber mal rein in die Bosch Flow App, was die auf dem Dashboard hier alles uns zu sagen hat. Die Verbindung zwischen LED-Remote und App klappt bei mir relativ gut. Die Verbindung geht relativ reibungslos. Ich bin nur gespannt, wie es in Zukunft geht. Da habe ich ja meine Erfahrungen schon auch im negativen Bereich machen dürfen mit dem alten Kiosk und dem iPhone. Also ich bin Apple-Mensch, habe auch eine Apple, die iPhone-App drauf, dementsprechend. Ich kann über die Android-App nicht viel sagen. Verbindung klappt relativ gut. Schauen wir mal, wie die Zukunft dahin entwickelt. Akku hat aktuell bei mir 78%. Das passt ja auch soweit. Und es würde noch im EMTB-Modus 31 Kilometer reichen, wenn ich weiterhin so fahre, wie ich aktuell gefahren bin. Und noch die gesamte Bike-Fahrleistung. Relativ wenig. Klar ist ja auch das aktuelle Bike, das Testbike für den Kanal. Dementsprechend aber zu schauen, dass ich einfach mal alles noch machen muss, was auch noch zu machen ist, sprich Licht und Co. und Bremsenenden und sowas, kommt alles in folgenden Videos. Also schon mal, wer Spaß dran hat, an Schraubervideos, einfach mal ein Abo da lassen, ein Like da lassen und dann werden wir auch in dem Bereich was tun. Dann haben wir hier einmal die individuellen Fahrmodi neu und wir haben unten den Mein Fachhändler finden. Ja, Fachhändler finden ist klar, kann ich gucken, wo ich in die Werkstatt habe und wo ich einfach hingehen kann zu meiner nächsten Wartung. Ob ich es unter der Fahrt irgendwo brauche, weiß ich nicht. Klar, kann man brauchen, aber ich denke, nicht wirklich allerwichtigst. Die individuellen Fahrmodi, ein Kind von Bosch, was sie ja mittlerweile relativ groß gemacht haben in der ganzen Geschichte und aktuell auch immer sieht, als Priorisierung nach vorne geschoben hat, haben, kann man jetzt sagen, ich kann einstellen Turbo, EMTB, Tour Plus und Eco. Ich kann einstellen Turbo und Eco. Klar, EMTB macht keinen Sinn, weil der eh intelligent arbeitet. Und Tour Plus ja das gleiche Port d'Or von dem Tour-Modus ist, wo auch intelligent die Fahrmodi anpasst. Turbo kann ich mal draufklicken, dann schauen wir mal rein und ich sehe, jetzt kann ich hier einstellen, einmal die Unterstützung, ob er jetzt Standard unterstützt oder mehr oder weniger Stoff dazu gibt. Ich kann an der Dynamik noch was verändern, ja gut, auch ganz cool. Ich kann die Maximalgeschwindigkeit einstellen und ich kann das Drehmoment einstellen, wie stark er anziehen soll. Alles Dinge finde ich richtig, richtig cool. Eine Funktion finde ich gar nicht so dumm, die ist der Maximalgeschwindigkeit. Ja, aber gerade mal in den Bereich denken, jetzt beim smarten System weniger, aber vielleicht beim klassischen normalen Bosch-E-Bike-System, bei Kinder- und Jugendrädern, da kann ich über die App natürlich auch relativ gut sagen, du darfst maximal nur unterstützen bis 20 oder 15 km/h, gerade im Bereich von Kinder-E-Bikes. Wenn dann die Übung bei den Kleinen nicht ganz so groß ist, kann man, denke ich, dahingehend auch ein klein bisschen noch die Unterstützung einfach einstellen. Finde ich gar nicht so dumm. Im Eco-Modus genau das Gleiche, wiederum dasselbe. Ich kann einstellen die Unterstützung, ich kann einmal einstellen die Dynamik, die er haben wird, die Maximalgeschwindigkeit und das maximale Drehmoment. Soweit alles mal drin in diesen individuellen Fahrmodi. Und natürlich klar, ich kann natürlich auch wieder zurückgehen auf die klassischen Tourmodi, auf den klassischen Sportmodus, logisch. Mein Händler kann es zurückstellen, Stand März 2022. Das heißt, wer diesen EMTB und den Tour Plus Modus als dynamischen Modus nicht haben möchte, muss dem Händler einfach sagen, stellen wir einfach zurück und dann bekommst du auch deinen normalen Modi wieder, wenn du es so haben willst. Das ist im alten System übrigens genau gleich, das kann man dann auch wieder umstellen auf den normalen Modus. Was nicht drin ist, war ja früher beim klassischen
beim Nuance Display ging ja auf dem alten E-Bike-System, konnte ich auch die individuellen Fahrmodi mir vier Profile hinterlegen. Kann ich aktuell hier nicht, ich habe nur die aktuellen Anpassungen der Stufen. Mal schauen, wo der Bosch mit den individuellen Fahrmodi weiterhin hingeht. Bin echt gespannt, wo die Reise da hingehen wird, weil da muss Bosch noch einiges tun, um das System nach vorne zu bringen. Für mich ist immer noch eine halbfertige Lösung. Und deswegen fahre ich gerade aktuell auch mit meinem Bestandbike, meinem roten Convoy, deutlich mehr als mit ihm hier. Weil ich finde einfach dieses klassische Bosch-System, wo es bisher gab, deutlich ausgereifter. Obwohl es auch Macken hat, keine Frage. Aber als das neue Smart-System, da muss Bosch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Gehen wir auf die Karte unten. Klar, ist eine klassische Kartenansicht, wo man dann einfach mal schauen kann, wo man sich gerade befindet. Oder auch eine Tour mit aufgezeichnet, wenn man eine Tour mit aufzeichnen lässt, finde ich auch gar nicht dumm, der Gedanke. Ob die Touraufzeichnung auch klappt, wenn die App ausgeschaltet ist, das werden wir mal schauen. Da mache ich mal separat drüber ein Experiment und ein separates Video drüber. Danach noch hier meine Touraufzeichnung. Gehen wir zurück. So, meine Touraufzeichnung, sind zwei Strecken drin aktuell, die ich gerade eben gemacht habe. Das sieht man recht schön. Man kann die Tour jetzt anklicken. Man sieht genau in der Tour drin, von wo nach wo ich gefahren bin. Man hat die Höhenmeter mit komplett drin, alle Tourdaten und man kann als ganz coole Sache, was ich echt mega schon finde, ich kann die Tourdaten hier unten einfach exportieren und kann direkt meine Tourdaten an Komoot weiterleiten, in die App direkt. Ich kann sie an meine Bike Buddies weiterleiten, wenn die Tour mal nachfahren wollen. Finde ich so von der ganzen Geschichte eine relativ schöne Sache, dass man einfach mal schauen kann, dass man auch Touren dementsprechend hier aufzeichnen kann und teilen kann. Wie gut es noch gehen wird, das werden wir mal abwarten. Da ja bei der alten App meine bösen Erfahrungen gemacht, dass nicht immer wirklich rund gelaufen ist. Aber das Bluetooth-Modul und das GPS-Modul mittlerweile ja in der Remote-Einheit drinsteckt, dementsprechend wahrscheinlich ist die Funktion auch deutlich besser geworden. Auf dem Zahnrädle, da können wir noch einstellen, unsere sonstigen Einstellungen wie mein Profil. Ob man sich anmelden muss bei Bosch Cloud-Dienst für dieses smarte System, ja gut, gehört einfach dazu. Hier wird angezeigt, wenn irgendwelche Updates kommen für das Bike-System, wo man dann die Updates für das aktuelle Bike-System auch over the air bekommt. Also wurden direkt vom Smartphone die Updates aufs Bike gespielt werden. Das finde ich auch noch super, super spannend, wie es da in Zukunft gehen wird. Ob alle Updates over the air kommen, sprich vom Smartphone aufs Bike, oder ob auch noch einige Updates vom Händler gemacht werden müssen, wenn es über Sachen sind, die einfach kritischer sind. Ich bin da echt gespannt, wo die Reise in diesem Bereich hingehen wird. Und wo wir das uns in den nächsten Monaten irgendwann einmal wiederfinden werden. Ganz gespannt. Soweit, das war mal der erste Einblick in das Thema Bosch Flow App, Stand März 2022. Für mich noch viel zu wenig für diesen extrem hohen aktuellen marktfindlichen Bike-Preise. Da gehört ein bisschen mehr getan, dass auch diese Bikes dann auch noch dann emotionalen Wert Bosch bekommen, dass die auch noch da ein ganz klein bisschen die Hochwertigkeit einfach unterstreichen. Finde ich einmal ganz, ganz wichtig. Haut doch mal unten in die Kommentare einfach rein, wie eure Erfahrungen sind, Bosch Smart System. Wenn ihr es habt, nutzt ihr die App, sagt ihr, okay, mache ich eh nicht, bringt mir eh nichts, oder. Oder wie weit seid ihr mit dem Thema Bosch Smart System angekommen? Macht es wirklich Sinn? Macht es für euch keinen Sinn? Haut es mir einfach mal unten in die Kommentare rein oder uns allen in die Kommentare unten rein. Und dann können wir einfach mal schauen, was daraus wird die nächsten Monate und Jahre. Klar, auf dem Kanal hier geht es dann oftmals auch um ein paar Dinge um die Bike-Welt. Natürlich, klar, dafür ist er eigentlich auch da. Ich denke aber, News ist ab und zu auch Platz drin, sonntags für ein paar persönliche Gedanken oder ein paar Kanaltipps von mir, was ich gerne für Kanäle auf YouTube schaue oder ein paar Kanäle einfach auch gerne verfolge. Ein Kanal, den ich seit mehreren Monaten schon ein bisschen in meinen Abos drin habe, ist der Kanal, ich blende ihn gerade mal neben mir ein, ist der Kanal von Wir sind da. Ein mega cooler junger Organist, also ein bisschen in den Bereich Musik, finde ich aber richtig, richtig cool. Wo immer wieder irgendwelche Klassiker aus der Pop- und Rockwelt nachgespielt werden auf der klassischen Kirchenorgel. Finde ich einfach mega cool. Ich finde es einfach mega charmant, auf dem Instrument einfach Musik zu hören, die man so noch nicht in dieser Form gehört. Finde ich echt richtig mega cool. Ich habe da mal vor einigen Monaten auch mal einen Kommentar geschrieben unter dem Video, was ich mal so mir als Musikwunsch gerne darstellen oder vorstellen könnte, so rum. Und habe drunter geschrieben, Musik von John Miles, also eigentlich eine relativ große Hymne, durfte ich auch mal live erleben mit John Miles in der Schleierhalle in Stuttgart, war richtig, richtig cool. Hat er uns nachgespielt und richtig, richtig cool gemacht. Also auschecken wollt, einfach mal
Link unten in der Beschreibung, sowohl als auch oben in der Ecke. Könnt ihr es einfach auch mal abchecken. Lasst auch ihm ein Abo da, lasst auch mir ein Abo da. Ich finde es einfach nur cool, immer andere Kanäle auch ein klein bisschen vorstellen darf, die ich sehr, sehr gerne auch im normalen Leben schaue. Und ich finde einfach diese Kunst oder diese Darstellungsform von Popmusik auf einer klassischen Kirchenorgel, finde ich super, super spannendes Projekt. Und ich finde es richtig, richtig cool. So, News heute am Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und nächste Woche, ich freue mich auf euch riesig. Macht's bis dann gut. Ciao.